Moin Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Stronghold. Ja, wir sind immer noch dabei und versuchen Kohle zu sammeln, da wir ja auf die 3200 kommen müssen und 60 Einwohner. Die Einwohner werde ich Richtung Ende auf jeden Fall nochmal anheben. Jetzt brauchen wir mehr Getreide. Doch, geh doch aus dem Weg, du doofes Kind, du. Immer dasselbe mit den Görn hier. So, da wäre auch noch Platz. Ja, wir benötigen Holz. Ja, ich habe die Stimmen ausgeschaltet, da mir diese Hexengelache so krass die Arbeit erhöht hat mit dem Runterschrauben des Sounds im Nachhinein. Und selbst wenn ich es runterschraube im Nachhinein, ich habe es fast 15 Dezibel runtergeschraubt, da ich ja häufig nebenbei auch noch rede und man mich sonst gar nicht mehr hört, ist dieses Hexengeschrei so laut, dass das nicht auszuhalten ist. Und deswegen, ja, habe ich es jetzt mal ganz ausgemacht. Mal gucken, ob das hilft. Ich hoffe es, weil das ist mega laut. Ist auch mega ätzend. Mal gucken. Die Frage ist jetzt natürlich, das müsste ich jetzt mal ausprobieren. Okay, die Pest hat uns heimgesucht, euer Lordschaft. Jetzt hat man nur noch das Mausgekreische, aber nicht mehr das Geschrei. Ich frage mich, ob das jetzt auf 84 zählt. Also ob das jetzt bis 84 zählt? Nein, wir müssen sie draußen haben. Also wir müssen die beschäftigt haben. Das ist natürlich der Hammer. Oh Mann. So, 84. 92. Und da haben wir dann die 100. Ich brauche mal einen mehr, sicherheitshalber. Wie kriegen wir die beschäftigt? Natürlich, indem wir Holzfällerhütten bauen. Oder noch mehr. Ja, ich weiß, die Pest, überall ist die Pest. Und wir haben leider nichts dagegen. Wir können nichts dagegen unternehmen. Das ist natürlich doof. Schade. So. So. Und dann noch ein paar mehr Ochsenkarren. Können nämlich unsere Mannequins, wenn sie dann gleich wiederkommen, nachdem die Pest ausgebrochen ist, wenn dann endlich wieder neue kommen. Oh Gott, ihr mögt uns gar nicht. Warum nicht? Wegen der Pest natürlich. Machen wir mal hier doppelte Ration. Ich muss die Zufriedenheit wieder anheben. Na komm. Na komm. Also, letzte Folge hatte ich ja den Zeitraffer drin. Der schien bis jetzt zumindest gut angekommen zu sein. Das, was ich zumindest gehört habe. Also werde ich das eventuell nochmal einfügen. Jetzt nicht unbedingt bei diesem Spiel, sondern vielleicht woanders. Boah, Pest, ey. Hör mal wieder auf. Nahrungsmittel haben wir genug, aber ich wollte jetzt nicht durchgängig die Nahrung so hoch halten. Können wir Zufriedenheitsgebäude bauen? Nein, schade. Wie lange hält das? 9 Monate, 8 Monate. Ob es wieder hochgeht? Ja. Es geht zumindest, bleibt es circa gleich. Unsere Beliebtheit ist wieder oben, dann können wir jetzt ja ein bisschen Steuern erhöhen. Mal minus 6, damit wir ein bisschen Geld reinkriegen. Dann verkaufen wir noch ein paar Steine. So. Korn haben wir auch genug, oder Weizen ist es ja. Und Holz. Und damit die Leute auch beschäftigt sind und wir mehr rauskriegen, noch ein paar Weizenfelder. Weizenfelder en masse. Mehl haben wir auf jeden Fall auch genug, das heißt, wir könnten theoretisch noch mehr Bäckereien bauen. Aber bis jetzt sieht es ja so aus, als würde es reichen. Mal gucken, wie wir auf die 100 kommen mit den Einheiten jetzt hier. Oh, scheiß Pest. Steuer wieder runter. Beliebtheit steigt weiterhin. Könnt mich mal. Immer wieder diese scheiß Pest. Das Radgeräusch kann ich nicht ausschalten, ne? Das ist auch ätzend. Ah!
immer noch zu laut. Aber wenigstens können wir wegen die Kaninchen etwas unternehmen. Na komm, schießt mal ordentlich hier. Einer weg, zwei weg, drei weg. Oh ja, Zielübung. Jeder zweite ist ein Treffer? Nee, nicht ganz. Aber die Holzfäller helfen ja mit, glücklicherweise. So, wieder verkaufen. Nahrungsmittel, Weizen. Können wir eigentlich mal komplett verkaufen. Sollen die ein bisschen Mehl verbrauchen. 74. Wir kommen auf jeden Fall nicht auf die 100. Dadurch. Die noch mal ein bisschen zu beschäftigen hier. Nahrungsmittel werden aus dem Kornspeicher entwendet. Ja, klasse. Mal wieder volle Rationen. Beliebtheit bleibt bei plus 1, so Nahrung wieder hochgeht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Hoffentlich ist es bei euch nicht so warm, aber bei mir im Büro sind es 28 Grad. Und ich kann das Fenster nicht aufmachen während der Aufnahme. Das ist zu laut, wenn hier die Autos vorbeifahren. Ah, das ist echt richtig schön. Es macht so richtig Spaß, bei den Temperaturen hier rumzusitzen. Aber Mitch kommt wieder am Wochenende. Und dann gehen wir schön ans Wasser eine Runde grillen. Freue ich mich auch schon drauf. Ist ja, dafür ist das Wetter perfekt. Da kann man echt nichts gegen sagen. Na komm, noch ein bisschen Gold. Und noch ein paar Leute. Die brauchen wir auch nicht mehr. Ja. 96. Kommen wir auf 100? Dann muss ich nochmal 97. Hier wird langsam voll, wa? Da wenigstens könnt ihr euch dann alle untereinander unterhalten. Ja, 98. Mehr wird's nicht. Wir brauchen noch zwei Gebäude. Arr. So. Nicht genügend Holz. Lieferholz. Ich weiß, dass ihr es könnt, dass ihr es wollt. Ja, langsam müssen die auch ziemlich weit gehen. Wenn ich überlege, vorher war der Wald bis hier. Wir haben den echt richtig abgeholzt. So, da haben wir die 100 erreicht. Und da ist er. Perfekt. Die 100. Unsere Weizen gehen kaputt. Klasse. Sie halt mal ein bisschen mit dem Mehl arbeiten, was wir zur Verfügung haben. Ist ja genug da. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir dadurch Hunger leiden würden. Wird nur noch das Geld. Da kommt Holz, das können wir auch nochmal weg. Ich weiß, Waffen wären mehr wert, aber... Ich gehe davon aus, dass wir es schaffen, die 3200 zu erreichen, bevor die Waffen fertiggestellt sind. Obwohl wahrscheinlich nicht, da das Getreide erst wieder neu angebaut werden muss. Oh, und das jetzt nochmal kommt. Ihr wollt mich doch verarschen. So, mal schnell die Steuern erhöhen. 160, einmalig, na komm. Ja, nochmal. Gib mir nochmal Steuern. Dann haben wir es gewonnen. Sogar mit 20 Gold zu viel. Na komm. Jawohl. So, Sieg. So gehört sich das. Und wir hatten sogar noch Zeit. Richtig viel Zeit. So, direkt zur nächsten. Was haben wir? 350 Brot, 180 Steine, 40 Streitkolben, die Burg vollenden, 40 Lederharnische. Oh Mann, jetzt geht's langsam richtig los. Unsere Kundschafter haben Räuber im Norden ausgemacht und wir haben bereits begonnen, eine Burg am nördlichen gelegenen Bergpass zu errichten. Überwacht die Bauarbeiten und stellt die Burg rechtzeitig fertig, um die Räuber zurückzuschlagen. Okay, also diesmal wieder mit Gegnern. Ja, Pause lässt sich ja nicht machen, oder? Zack, Pause lässt sich nicht machen.
Also wir fangen auch schon mit 5 Bögen, 5 Streitkolben, 5 Lederharnischen an. So, eine tolle Burg. Die ist ja mal richtig gut. Aber da kriegen wir Stein, da kommt der Gegner her. Und hier können wir dann noch anbauen. Da haben wir Eisen. Und hier auch. Und Hasenplage wieder. Okay. Und dann fangen wir natürlich wie immer mit den Holzfällern an. Zack, zack. Bisschen Platz sparen da bauen. Geh doch aus dem Weg. So. Auch aus dem Weg. Geht alle aus dem Weg. Ich will noch einsetzen. So. Dann. Das Vorratslager würde ich sogar noch ein Stück erweitern, dann, was nicht wirklich geht, nur da. Dann müssen die halt rüberlaufen. Farmen. Oh, wir haben Obstgärten. Obstgärten finde ich gut, können wir aber. Verdammt! Ein blöder Obstgarten. Dann fangen wir mit Milch an. Die brauchen wir ja sowieso. Auch für die Lederhandsche. Wieso haben wir jetzt schon die böse Musik? Boah, das ist aber eine fiese Burg hier. Waffenkammer. Hier ist ja nirgendwo Platz. Das ist ja mal bescheiden, sag ich mal. Perfekt für ein Haus. Kann ich nirgendwo ein Haus bauen? Ach, wisst ihr was? Wir bauen die Häuser hier draußen hin. So, hier wird eine Mauer gezogen, dann werden die alle ausgesperrt. Ist mir auch egal. Was wollte ich? Steine haben wir noch ein bisschen. Ich kann schon mal ein Waffengebäude bauen. Welche Waffen sollte ich alle haben? Ich sollte haben Streitkolben, Witzig und Lederharnische, okay. Das heißt, ich brauche nur einen Bogenschützen, hoffentlich. Weil die eh nicht verkauft werden. Wo wollt ihr denn hin? Geht aber einen komischen Weg. Schön oben lang. Aber naja, wenigstens sorgt der Harnisch dafür. Das Ding ist schon im Eimer, hallo? Wenigstens sorgt die Festung dafür, dass hier schon eine Mauer ist, sozusagen. Die Festung ist auch, soweit ich weiß, unzerstörbar oder hat sie zumindest die meisten Leben im Spiel? Egal. Egal was von beiden. Ja, klasse. Ja, es ist immer noch so laut. Ah, schrecklich. Ich weiß nicht warum. So, wo kommen die Wölfe her? Da haben wir die Hasen. Da kommen die Wölfe. Geht mal schnell hier rauf. Und macht sie weg. So gut wie möglich. Denn wir brauchen das Holz. Was? Was, 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 was? Wo sind sie? Wo sind sie? Da, Brunnen. Ah! Ach du! Was soll denn der Mist? Okay, das machen wir nochmal. Ja, Halleluja. Ja. Ja. Oh mein Gott. Okay, gleich nochmal. Das erste, was wir bauen, ist ein Brunnen. Ja, danke. Danke für die Warnung, dass ich hier einen Brunnen brauchen könnte. Das ist sehr nett von euch. Oh mein Gott. So, auf ein neues. Ich glaube, ich hatte 8, ne? Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommen wieder die Käsereien. Fangen wir an, die Bäume hier drin abzureißen. Platz, ja. Gleich 6. Dann kommt der hier schon mal. Erst das Vorratslager erweitern. Ich mag das immer nicht meistens. Ach, jetzt kommen schon die Banditen oder was? Was geht mit euch ab? Hallo? Das ist ziemlich unfair, findet ihr nicht? Also, jetzt einfach mal. Das ist ziemlich unfair. Ja, schafft er das gegen 4? Ich glaube schon. Oh. Wir haben ja auch noch die Holzfäller. Natürlich gehen sie auf den Turm und machen den erstmal kaputt, komplett.
Deswegen war die Musik am Anfang auch. Ich kam letztes Mal schon. Mir ist es nur nicht aufgefallen, weil der Text fehlt. Oder weil die Stimmlage fehlt. Und die hier halt den Turm ziemlich runtergekloppt haben und dann wieder gegangen sind. Weil die Holzfäller die besiegt haben oder weil sie einfach gehen nach einer Weile? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, die gehen einfach nach einer Weile. Okay, Schwein gehabt. Schwein gehabt. So, aber wir haben jetzt auch die Waffenkammer. Dann wollte ich einmal Bogenschützen bauen, wo uns aber noch Holz fehlt. Das kommt aber direkt. Ja, da kommt mir jetzt genug Holz. Passt auch hier perfekt in die Lücke rein. Dass Banditenangriffe, Wölfe und so weiter, dass die immer dafür sorgen, dass unsere Zufriedenheit so krass sinkt, das erhöht auch den Schwierigkeitsgrad. Also, das macht's nicht gerade einfach. Bogenschützen können schon mal hier rauf, dass sie dann gleich beim Wolfsangriff, der ja auf jeden Fall kommen wird, was dagegen unternehmen können. Ja, sehr laut. Mann. Okay, Optionen, Soundoptionen. Ist das die? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal die Sprachlautstärke wieder, nimm aber dann die SFX-Lautstärke runter. Ich hoffe, das ist das Heulen. Das ist echt. Da haben wir jetzt wieder Sprache. Juhu! Bewegt euch, Hunde! Ihr könnt diesmal direkt angreifen. Ja, lass den Holzfäller, lass den Mann noch sein Holz nach Hause tragen. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, es ist ein Feuer ausgebrochen. Nicht nur ein bisschen. Vielleicht sollte ich doch zwei bauen. Eure Beliebtheit sinkt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ach, wieso kann ich nicht? Das verbrennt echt alles. Das ist... Jetzt löscht den Mist. Das hilft ja fast gar nicht. Wie viele brauche ich denn? Mein Gott! Jetzt löscht den Mist! Boah! So, wir brauchen neue Holzfäller. Feuer ist nicht zu spaßen. Eigentlich müsste ich ja dann die Leute hier weiter auseinanderbauen. Aber dafür ist hier einfach zu wenig Platz, wenn ich das groß aufziehen möchte. Oh, Mando! Eure Beliebtheit steigt. Ja, das finde ich auch gut so, dass die Beliebtheit steigt. Schade, dass die jetzt hier im Weg sitzen. Ja, fast egal. Ich brauche einfach nur mehr Brunnen. Das ist ja unglaubwürdig, wenn man das hier jemandem erzählt. Zwei Obstbäume. Damit wir unterschiedliche Nahrungsmittel kriegen. Dann muss ich jetzt nochmal gucken. Wir brauchen Brot, okay. Steine, Streitkolben, Lederharnische. Vollendet die Burg. Das heißt, als nächstes machen wir uns ans Brot. Vielleicht sollten wir auch noch... Wo haben wir es? Das ist nicht bei den Werkstätten. Wir haben diesmal keinen Händler. Okay, wir können uns also nichts hinzuschieben. Wir müssen alles so machen. Oder hinzukaufen. Klingt, glaube ich, besser als cheaten. Jetzt nur das Holz. Wird jetzt natürlich auch immer weniger. Also ich muss echt sagen, die Wirtschaftsmissionen sind weitaus schwieriger als die Militärmissionen. Das ist der Hammer. Also alleine schon der Schwierigkeitsgrad, wie stark der ansteigt. Also wenn ich jetzt bei den Militärmissionen nehme, ich sag jetzt mal Mission 1 bis 4, das waren alles so... Ja, da hätte man auch nebenbei AFK am Computer sitzen können und das Spiel hätte sich von alleine gewonnen, fast schon. Also einen Turm hier vorne hinsetzen...
Leute draufsetzen, das war's. Und hier, das ist ja, ich bin jedes Mal kurz vor der Niederlage. Ich habe die zweite Mission schon so krass gefailt, dass ich da den Zeitraffer eingeführt habe. Das ist echt, ja, der Hammer. Halleluja. Was aber gar nicht mal so schlecht ist zu wissen, die Burg muss ja nicht unbedingt aus Stein gebaut sein, oder? Steht nur für eine Burg. Ja, aber dann könnten wir die 180 Steine auch schneller antraben lassen, sollte es damit Schwierigkeiten geben. Oder wenn wir die Burg zum Ende nicht fertig kriegen. Ihr Unwesen, euer Lordschaft. Ja, Banditen. Wie viele kommen da? Schwer zu sehen. Das sind immer noch vier? Das sind vier. So, diesmal macht sie bitte kalt. Schaden ist so gering. Gehen die schon wieder auf die Burg, auf den Turm? Ja, die gehen schon wieder auf den Turm. Dann geht ihr fünfmal darauf, bitte. Ich möchte den Turm ungern verlieren. So. Bewegung! Na los! Da, 19 Steine. Kann ich denn die Burggebäude bauen? Kann ich nicht. Schade. Hier diese Waffen wären ganz cool gewesen. Hoffentlich kommt das Feuer nicht allzu häufig. Also ich wollte mich jetzt um Getreide kümmern. Zwei. Drei. Ich hätte gern einen vierten. Wir brauchen ja ein bisschen mehr. Getreide. Jawohl, vielen Dank. So, sollten wir Brot oder? Ja, Brot. Okay. Das heißt, wir brauchen auch wieder eine Mühle. Wir haben zu wenig Werkstätten. Holzfäller. Mensch. Schlägt sich der Alkohol schon wieder auf das Gemüt hier. Es sind genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, nicht genügend Arbeiter, kriegen wir hin. Feuer, Leute. Lasst die Finger vom Feuer. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Was wünscht ihr? Dahin. Diesmal sind es auch mehr. Oh. Die immer so häufig kommen, das wird hart. 5, 6. So, kämpft. Gegen 6. 5 verlieren. Haus hoch, obwohl sie noch Unterstützung von Bogenschützen kriegen. Ja gut, die haben jetzt auch nicht alle angegriffen. Oh Mann. Vielleicht sollten wir doch erst auf die Waffengebäude gehen. Nicht auf die Nahrungsmittelgebäude. Eine Botschaft von eurem Informanten. In der Burg ist ein Feuer ausgebrochen. Natürlich da unten. Ihr wollt mich doch... verarschen wollt ihr mich. Das heißt, ich brauche hier unten auch noch ein paar Brunnen. Stadtgebäude, Brunnen. Ihr wollt mich echt verarschen. Ich habe gerade mein Holz ausgegeben. Da hätte ich hingekommen, ne? Ja. Stehen die halt nicht perfekt, so wie gerade eben. Na los, na los. Wir haben noch ein paar Bogenschützen dazu gekriegt. Kann ich den reparieren? Ja. 4 übrig. Ich sag mal, Nahrung haben wir ja genug. So ist es ja nicht. Ich könnte die Nahrung auch mal hochschrauben. Vorräte schwinden dahin. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung. Ja, machen wir lieber. In der Schatzkammer, my Lord. -2. Wollen die Hasen jetzt hier schon wieder durchdrehen, oder
Das ist der. Ja, das ist schon ziemlich. Ziemlich viel, was die hier auf einmal von einem verlangen. Eure Beliebtheit steigt. Ja, ich weiß. Ist auch schön und gut so. Bin zur Stelle. So, und du darfst dann hierhin, die Hasen auszurotten. Die sich hier in so einer schönen Kuhle eingenistet haben. Eure Befehle? Pfeile bereit. Auf die Hasen schießen. Das war zwar nicht der Hase, den ich anvisiert hatte, aber... Ja, jeder Schuss ein Treffer. Bei der Menge aber auch kein Wunder. Bei der Menge aber auch kein Wunder. Wir benötigen Holz. Hab ich doch, da. So. Stieß mal. Die Hasen stehen alle im Weg. Ich krieg hier nichts untergebracht. Vielleicht soll ich noch einen Bogenschützen da hinsetzen. Weil anscheinend verbrauchen die Hasen hier viel zu viel Platz. Aber ob ich es noch schaffe, hier was hinzubauen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Tschö.